Und hier sind wir wieder zurück bei unserem Formel 1 Rennspiel hier. Wir haben ja das letzte Mal bei der Oma-Geschichte aufgehört, was ich mit meinem Cousin bei meiner Oma so für Spielchen getrieben habe. Nee, nicht falsch verstehen, Leute. Und ich fahre jetzt mal damit fort. Und zwar habe ich, hat meine Oma eine ziemlich große, sag ich mal, Fläche an Hektar zur Verfügung. Und, naja. Was macht man dann dort, wenn man weder Internet hat, noch einen PC, noch eine Konsole? Was macht man denn da als Kind? Und ich habe mir damals so ein Spielchen ausgedacht. Ich habe so Papierschnipseln genommen, habe dort irgendwelche Texte geschrieben, irgendwelche Hinweise. Und die habe ich dann, Moment, da kommt eine Megakurve. Und die habe ich dann im ganzen, sag ich mal, am ganzen Grundstück irgendwo versteckt. Mein Cousin musste alle Hinweise finden und am Ende habe ich dann irgendwo so eine Belohnung irgendwo versteckt. Ich weiß nicht, irgendein Riegel oder halt irgendwas. Und da habe ich immer so Texte reingeschrieben wie, keine Ahnung, wenn du Richtung Westen guckst, dann läuten die Glocken und keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich muss ehrlich sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Und das fällt mir gerade jetzt so auf, wenn ich eben dieses Spiel spiele. Also schon witzig, wie sentimental und melancholisch man hier irgendwie so ein bisschen wird, wenn man hier so einen kleinen Impuls aus der Vergangenheit bekommt. Also, ich weiß nicht, ich bin gerade sprachlos. Was das ganze Spiel hier für seine Spielchen mit mir hier treibt. Es bohrt sich in meine... In mein Gehirn, in meine intimsten und ältesten Gedanken und Erinnerungen. So, wir sind hier. Ich habe dich mal gesehen. Wo sind wir? Auf der Welt? Ja, wir sind auf der Welt. Aber ich meine, welches Land? Ich habe das jetzt vorhin gar nicht gesehen. Aber es sieht ziemlich ähnlich aus wie wie das letzte. Und dass es hier eben dieses Stadion gibt. Ich glaube, das gab es letztens nicht. Da gab es solche Häuser mit Gärten, kann das sein? Irgendwie sowas gab es da. Das ist auch so hier wieder so eine fast schnurgerade Strecke, bei der man einfach Gas geben kann. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf diesen Strecken immer meistens alle aufgeholt habe. Aufgeholt oder abgehängt, je nachdem. So, zweite Runde ist jetzt, sag ich einmal, die wird jetzt gerade gefahren. Ich drücke immer die Leertaste. Ich kann mich noch nämlich daran erinnern, dass ich Need for Speed 2 damals gespielt habe. Und da war die Leertaste ja immer die Handbremse. Beziehungsweise je nachdem man das eben eingestellt hat. Das habe ich auch auf Windows 95, aber auch auf Windows 98 damals gespielt. Wir haben unseren PC damals geupgradet. Was mir jetzt noch so einfällt, ist, dass ich auch gerne mal Need for Speed 2 wieder spielen würde. Und ich habe keine Ahnung, von wo ich das herbekommen soll. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwo eine CD hatte, aber wo die ist, das weiß nur Gott. Ich glaube, ich habe sie sogar verschenkt, kann das sein? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich würde es dennoch mal gerne spielen. Und bei Need for Speed 2 zum Beispiel, da konnte man ja durch Cheats, also durch irgendwelche Codes da, irgendwelche komischen Art von Fahrzeugen fahren. Man konnte sogar mit einem T-Rex fahren oder so oder mit einem Baumstamm. Und es gab Runde Nummer 3. Und es gab einen Wagen, der nannte sich F2000 oder so. Oh. Oh, wieder so eine verdammte Kurve. F2000 und der ist dann, ich weiß nicht, der ist dann so mega abgebrettert. Ich weiß nicht, der hatte so irgendwie so eine Geschwindigkeit manchmal, dass es irgendwie schon total makaber war. Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass es zwei Versionen von Need for Speed gab. Und zwar konnte man auf einer Version mehrere Maps fahren. Alter, ich kriege jetzt total Lust auf dieses Spiel. Ich muss nach diesem Spiel suchen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob man das bei Amazon oder so kaufen könnte. Oh Gott, das ist das Schwänzchen dieses Chamäleons. Guckt euch das an. Seht ihr das auf der Minimap? Ich hole die letzten... Die letzten hier gleich auf. Seht ihr das? Das ist mir schon damals passiert. Und die fahren einem total in die Quere manchmal. Ja, die sagen sich, ach, du kommst hier nicht durch. Und so ist das. So, gleich ist hier irgendwo das Ziel. Jetzt gucke ich mal, wo wir hier gewesen sind. So, Finish. End of Race.
geschafft. Naja, wir spielen es auf fast mega Baby einfach. So, wir haben jetzt hier 9 Punkte. Das war Kanada. Ah, okay. Jetzt spielen wir in Detroit. In den USA. Ja, die Häuschen, die sehen wieder mal ähnlich aus. Aber ich finde es dennoch total hübsch gemacht, ehrlich gesagt. Sehr, sehr, sehr liebevoll. So, die Proberunde. Also ich finde das auch immer so lustig, dass diese ganzen Maps sich irgendwelche Tierfiguren darstellen. Irgendwie so ein Bär hier gerade. Ein Bär oder, ich weiß nicht, ein Yorkshire Terrier. Oder ein Border Terrier mit so einem Schwänzchen, mit so einem abgeschnittenen Schwänzchen. Ein Tunnel gibt es ja auch, wie man hier sehen kann. Merke ich hier gerade. Komm. Fahr nicht ins Gras. Wir sind keine Gärtner. Ich habe auch vorhin auch etwas gegessen. Zwischen dem ersten und zweiten Part. Deswegen muss ich immer so ein bisschen aufhusten. Okay, sehr schwer ist die Map gerade nicht. Seht euch da. Eine Universität oder so. Mit irgendwelchen Wolkenkratzern. No. Mir erinnert mich das Ganze an Spider-Man. Ich weiß auch nicht wieso, aber solche Häuschen da, die erinnern mich immer total an Spider-Man. Diese typisch amerikanischen roten Häuser da, die nur aus Ziegeln bestehen. Diese Blocks da, die man immer so in Chicago oder so findet. Das erinnert mich halt immer an Spider-Man. Ich glaube, spielt Spider-Man in New York oder Chicago? Ich glaube in New York, oder? Aber in New York gibt es auch solche Häuschen. So. Das war mal die Qualifikationsrunde. Ja, blablabla. So, Detroit, wir sind in den USA. Bam, bam, grün. Los, gib Gas, du dummer McLaren. Lass mich in Ruhe, du blaue Pest. Wie gemein. Dennoch, ich nenne meine Gegner so, wie ich sie will. Rabauken, Pesten. Also lasst mich jetzt mal in Ruhe. Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Vielleicht sollte ich mal wieder mal durch so einen Streifen fahren, damit es mir besser geht. Damit meine Reifen so in Sekunden hier mal gewechselt werden. So, da kommen wieder die Tafeln, die komplett nichts aussagend sind. Ja, fahren Sie 50 km/h, dann schaffen Sie die Kurve vielleicht. Aber dann verlieren Sie das Rennen. Also macht das sehr wenig Sinn. Das hatten wir ja schon im letzten Part so, dass ich darüber gesprochen habe. Okay, hier ist das Schwänzchen. Hier muss gleich irgendwo ein Tunnel sein. Die Geräusche sind immer so genial hier in diesem Spiel. Wie gesagt, das muss man sich jetzt vorstellen mit so einem PC. Mit so einem PC-Tower, der diese Geräusche von sich gibt. Also ohne Speaker. Es war so genial. Schade, dass mein alter PC, ich glaube, nicht mehr funktioniert. Zumindest habe ich nicht mal versucht, ihn anzumachen. Denn ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe damals meine alte Tastatur von meinem alten PC versucht, an einen neuen PC, also Zungenbrecher. Ich habe versucht, die alte Tastatur mit ihren alten Steckern an meinen neuen PC aus dem Jahre 2005 anzustecken. Da habe ich so geguckt. Ach, an diesem PC sind ja diese komischen Löchlein von diesem Anschluss ja an komplett anderen Stellen. Was macht X-Rack? Sie nimmt eine Zange und versucht diese Anschlussstäbchen da so zu verbiegen, damit sie in den neuen PC reinpassen. Aber dass man auf die Idee kommt, dass das einfach nicht funktioniert und man nicht einfach irgendwas hier verbiegen kann, damit man es in einen anderen PC reinstecken kann, es funktionieren soll, nicht funktionieren wird. Ja, und jetzt habe ich hier so eine weiße Tastatur aus dem Jahre 1996, die einen kaputten Stecker hat. Ich habe schon so ein bisschen überlegt, ob ich das irgendwie nicht reparieren kann, aber ich habe keine Ahnung, ob das geht. Also, es müsste doch schon irgendwie so ein Anstieg. Ich meine, das Kabel ist ja nicht kaputt, sondern die Metallstäbchen. So, letzte Runde. Letzte Runde. Oh, ja, 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 ja. Aber es funktioniert ja einigermaßen. Durch die Minimap sieht man ja, was gleich auf einen zukommt. Was ich auch ziemlich gut finde, weil da kann man sich so ein bisschen einstellen. Nicht ins Gras, X-Rack. Da kann man sich so ein bisschen einstellen auf das, was gleich passiert. So, wir fahren jetzt mal um das Maul.
Ja, ihr merkt schon, dass ich bei diesem Let's Play vor allem so ein bisschen auch über meine Vergangenheit mit PC-Spielen und Gerätschaften spreche. Ich hatte auch damals, glaube ich, nur einen PC. Aber ich glaube, die Geschichten über mein Equipment, die werde ich auf den nächsten Part verschieben, denn wir haben ja schon gleich... Oh, Schwänzchen, klein, ging allein in den kleinen Tunnel rein. Gott, hört sich das krank an. Nein, ich meinte jetzt hier das Spiel. Ja, nichts Dummes denken, ja? Leute, so, ich sollte wirklich den Mund halten. Ganz im Ernst, ich sollte den meinen verdammten Mund halten. So, es ist... So, finish. So. Wir gucken uns jetzt noch mal hier die Statistiken an. Was? Nummer? Warum steht da Nummer Raute 34? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Es gibt natürlich immer Infos in der Beschreibung, die ihr euch gerne ansehen könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!